Ihr super lieben Mitmenschen, herzlich willkommen zu einer weiteren unglaublich spannenden Folge Forever Skies. Ja, und ich habe tatsächlich nochmal reingeguckt in die Tastaturbelegung und was soll ich sagen, es werde Licht. Wir haben eine Taschenlampe, eine was für eine Sind ihr Motten? Die Motten und das Licht. Was passiert denn hier eigentlich, wenn ich das Ding jetzt hier losschicke? Kann ich das hier auch absenken? Angel versperrt. Na super. Hör mal ihr. Kann ich euch scannen? Gefahr. Motten gehen in großen Gruppen auf Nahrungssuche, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Einzelne trennen sich auf der Suche nach Nahrung vom Schwarm und kehren zurück, sobald ihr Hunger gestillt ist. Der Schwarm ist wachsam und zerstreut sich, sobald Gefahr besteht. Aufgrund ihres schlechten Sehvermögens wäre es möglich, sie mit der richtigen Ausrüstung zu fangen. Aha. Ja, ist ja cool. Wunderbar. Viel Spaß euch, Mottis. Ich gehe suchen. Was haben wir da oben? So, das kann ich abbauen, ne? Da muss ich nochmal mein Schiff drehen. Immunität nimmt ab. Ja, ist doch schön. Ist doch alles gut, Mensch. Ist doch alles gut. Hier gibt's Müll für uns. Stickmüll. Nein, lass los. Lass doch los. Synthesefass. Das können wir ja alles noch nicht nehmen, ne? Nicht hier drauf. Der Wassergehalt nimmt ab. Ja, ich war heiß. Lass uns doch erst einmal in Ruhe hier alles angucken, Mensch, Mädel. Sei doch nicht so anstrengend. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Was war denn das gerade hier für eine Anzeige? Mottenschwarm. Den war ja. Was ist denn das Schönes? Kaputte Basisturbine vergrößert die Flughöhe des Luftschiffes. Die Wirkung vervielfacht sich mit zusätzlich gebauten Einheiten. Jawohl. Elektrische Elemente, ja, nehme ich alles mit, dankeschön. Hier gibt's Wasser, das füllen wir gleich wieder nach. So, was willst denn du? Erweitert das Luftschiff. Ja, lass du erstmal, mach doch eins nach dem anderen, Mensch. Haben wir noch hier was Interessantes für uns? Ich glaube nicht. Da komme ich noch nicht hoch. Navigationstechnologie. Das Luftschiff muss mit dem Luftschiffbauer erweitert werden, um sein volles Potenzial. Erforsche den Luftschiffbauer. Eine Navigationsmöglichkeit ist nötig, um sich problemlos in dieser Welt bewegen zu können. Vielleicht findest du an einem anderen Ort etwas Passendes. Okay, Standard-Notsignal. Gut. Komm mal hoch hier. Hopp, 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 hopp. Oh, eine Tür. Deckextraktor. Achso. Jawohl, Plastikmüll nehmen wir alles mit, weil wir sorgen dafür, dass das hier alles hübsch bleibt. Oh, öffnen. Die nehmen wir mit. Mach wieder zu. Geht nicht, okay. Das da. Metallkomponente, okay. Oh. Grundlegende Glasquelle, okay. Das haben wir schon mal gemerkt und gewusst. Das werden wir dann gleich mal wegbraten, oder? Oder komme ich hier durch? Mach mal auf. Ich komme hier durch. Hallo. Öffnen. Was haben wir hier drin? Zeig her. Oh, Datenkarte. Benötigt Luftschiffbauer. Ja, den werden wir gleich erforschen. Geduld, mein junger Padawan. Immer mit Geduld und Spucke fängst du jede Motte. Was haben wir hier? Flicken. Noch ein Flicken. Isotonisches Getränk. Und ein Flicken. Kann ich den scannen? Nö. Dann haben wir hier noch was Schönes. Noch mehr Zeug. Noch mehr Zeug. Das ist ja eine wilde Luterei hier bei uns. Oh, Bleizeppelin. Nehmen wir mit. Wer weiß, wozu der gut ist. Das weiß ich ja nicht. So, ich glaube, ich muss dann mein Schiffchen umdrehen, oder? Damit ich da hier hinkomme und zum Wegballern von diesen ganzen Dingern hier. Das komme ich ja hier nicht rein. Glaube ich zumindest. Oder? Kriege ich mal hier hoch? Ist das nicht ein schönes Schiff? Ich habe das schönste Schiff von allen.
Ja, okay, dann gehen wir wieder runter und dann bauen wir das Zeug ab. Ui. Und mal springen wir darüber. Jetzt müssen wir das Ding mal umdrehen hier. Und den Schiffsbauer müssen wir erforschen. Oschi, wo ist er denn? Den Luftschiffbauer. Okay, machen wir. Gehen wir hin. Dann brauchen wir noch was zu trinken, Leute. Wir haben nämlich Durst. So. Schon fertig? Das ist nett. Synthetischer Kraftstoff. Ach so. Wir haben ja schon mal einsacken und dann werden wir einen... Was kostet das? Ach, diese Dinger brauche ich noch. Okay, da muss ich mal noch ein paar so Dinger kaufen. Das ist ja wirklich... Das brauchst du ja hier echt, ne? Außer Reichweite, in einem Wort. Oh. Na, kommt doch alle her. Ihr wollt doch alle zu mir. Ich weiß es doch. Kommt doch einfach zu mir. Ja. Komm, ich bin der Angler hier. Ich bin der Angler. Außer Reichweite. Wie ist denn eigentlich das Fassungsvermögen von diesem Kram? Wo sehe ich denn das? Ach hier, das sind Stacks, ne? Ah, okay. Na dann. So, jetzt brauche ich aber einen Luftschiffbauer. Bitte einmal für mich. So. Gibt es hier auch eine Außenansicht von dem Schiff? Ich glaube nicht, ne? Achso, ich muss ja sowieso umdrehen. Ist aber auf, dann machen wir das gleich mal. Dann gehen wir mal ganz kurz nur einen Zentimeter nach oben. Nach oben. Und jetzt drehen wir irgendwie um. Geschwindigkeit, Kurs. Drehen wir mal um das gute Stück. Einfach mal komplett um die eigene Achse gedreht. So. Und dann geht's wieder runter. Zack. Ab, zack und stehen. Jetzt gehen wir hier ein bisschen braten. Ja. Kommen wir daran. Selbstverständlich. Da hinten ist noch was. Ach, diese kleinen Teile kann ich ja auch mitnehmen. Ja, stimmt, stimmt. Hallo. Nimm mit, nimm mit. Komm ich daran? Aber selbstverständlich. So. Genau. Jetzt gehen wir wieder hoch. Luftschiffbauer brauchen wir später. Platziere es auf deinem Luftschiff. So mache ich doch. So rotieren mit R. Ist doch schön. Na? Ist es nicht schön? Ist es schön. Und jetzt gehen wir doch mal hier hoch. Bam, bam, bam. Bin schon ganz kaputt. Bin schon völlig kaputt. Da waren wir schon drin, jawohl. Jetzt eiern wir nochmal hier hoch. Nee, Quatsch. Brauchte ich ja gar nicht. Da war ja schon offen. Nee, alles gut. Muss ich ja gar nicht. Oh. Ich bin wieder doof heute. Sind das hier noch? Aha. Nehmen wir mit. Wassergehalt nimmt ab. Ja, ja. Jetzt mach doch mal einen ganz ruhigen, bitte. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch einen Teil, ne? Ich die Motten weg? Nee. Ba. Wo haben wir denn hier schöne Dinge für uns? Da, Metall. Komm in Reichweite, bitte. Und ich glaube, zum Schiffsbauen brauchen wir ganz viel Metall. Ich nehme mich auch noch mit, ich nehme mich auch noch mit. Ja, bitte. Was kommt? Hey, hallo. Komm her. Kommt. Ist das Metall? Nee. Kommt mal näher ran hier, bitte. Du musst auch mit. So, und jetzt schauen wir uns mal den Luftschiffbauer an. Baumenü. Oh, jetzt wären wir hier doch schön. Baumenü. Was haben wir denn hier? Leiterraum. Raum. Okay. Metallboden. Plastikwand. Tür. Und ein Steg. Ich mag ja Steaks mit Kräutersoße. So, Metallboden. Das ist vermutlich für außen, oder? Wenn wir jetzt einfach hier so einen Raum hinten dran... Ömmeln. Geht das so einfach ohne weiteres? Wie schön. Oh.
schau mal einer an. Jetzt nehmen wir nämlich das olle Bett weg. Wir werden das erstmal hier... hallo? Hier irgendwo hin tun. Rotieren. Rotieren Sie mal. So. Na, es sieht doch schon gut aus, oder? Haben wir doch schon ein bisschen was erreicht. So. Dann brauchen wir... Ich würde ja fast noch ein paar Räume dran ballern hier, oder? Ein paar coole Räume? Ich will ja auch nicht, dass das Ding zu lang wird und zu ekelhaft. Was haben wir? Achso, ich muss essen, oder? Dann werde ich mir eine kleine Mahlzeit zubereiten. Was ist denn das hier? Ach, Plastikmüll. Okay, komm, dann lass uns mal eben was kochen. Weil den kann ich ja nicht, oder? Nee. Ich muss kochen. Entschuldigt bitte. Kochen Sie bitte los. Okay, da werde ich ein bisschen rüberfliegen müssen. Nur ein kleines Stück. Nur ein kleines Stück. Wir müssen ja auch essen. Essen und trinken. Sieht man? Ist das schon okay? Das ist noch nicht okay. Schade, dass man nicht so links und rechts, ne? Ihr wisst Bescheid. Dann fliege ich mal. Ich muss zurück. Oh, wartet mal. Jetzt gehen wir da ein bisschen rüber. Dann schauen wir uns die ganze Sache hier mal ganz entspannt an. Einen Stress bitte. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen vor. Man will ja auch vorwärts kommen im Leben. So, jetzt gehen wir runter. Runter. Jawohl. So, aber jetzt. Und tschüss. So, was macht man eigentlich mit diesem Wasserextraktor? Ich muss da auch irgendwie diese blöde Membrane kriegen. Werkzeug, Ladegerät, Leiterplatte, lädt die Energie weniger anspruchsvoller Werkzeuge effektiv auf. Okay, eine Lagerkiste, das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Plastikmüll, ja, komm. Erforschen Sie bitte diese Lagerkiste. Oh, jawohl, ich hebe an. Benötigt, achso, okay, nehme ich, dann hauen wir das gleich... Da rein. Zack. Du kochst schön und ich baue hier mal eben eine Kiste. Bitte schön, bauen Sie diese Kiste für mich. So, und dann werden wir hier noch ein bisschen was anbauen müssen. Aber was? Wie lang sind wir denn? Da könnte ich doch glatt noch ein Teil dran bauen, ne? Wartet mal. Habe ich nicht. Metalle, Glas. Echt? Mir fehlt Glas? Oh, das ist ja gemein. Noch nicht so einfach, ne? Eine kleine Lagerkiste. Die bauen wir mal hier schön hier vorne hin. Das Bettchen. Zack. Oh, da passt aber viel rein. Ah. Verdammt. Ach, Leute, was soll ich sagen? Ich brauche Teile, Leute. Ich brauche Teile. Oh. Komm her zu mir. Komm zu mir, komm zu mir. Ich brauche dich, ich brauche dich. Bleib das einfach stehen, oder was? Metalle 15. Oh, da gibt es hoffentlich bald ein Update von diesem Ding hier. So, da hinten sehen wir schon die nächsten Zeichen, die wir brauchen. Okay. Die nächsten Leuchtsignale. Ist doch alles außer Reichweite hier. Komm zu mir, komm zu mir. Bitte, bitte. Nee, ich komme da nicht ran. Also bevor wir hier weiter ausbauen, ne? Oh. Gekochte Staubmotte nehmen, die nehmen wir. Und dann könnten wir schon wieder... Was haben wir denn hier? Wasserkondensator. Habe ich nicht schon so einen gebaut? Nee, ne? Hier ist die Membran. Synthetische Materialien. Ja, bitte, die brauche ich. Pass mal auf, wir fliegen einfach mal ins Gemüse rein hier. Wir haben doch alles hier, oder? Ich würde sagen, wir haben alles. Flieg mal hoch. Oh. Fliegt man nämlich auch mal hier vor, weil da war, glaube ich, noch was. Was? Der Kraftstoff ihrer Motoren ist aufgebraucht. Du kannst mich doch wirklich mal... Habe ich noch Kraftstoff? Ja.
Ihr seid aber richtig, ihr seid echt effektiv, Leute. Wirklich. Ich will gleich schon wieder neuen herstellen. Wo war denn das? Haftstoffikus. Da. Oh, auch. Hm, okay. Dann ist das so. So, dann gehen wir einfach mal... Da hinten ist auch ein Zeichen. Dann eiern wir einfach mal hier rüber. Stellen uns mal quer hier hin. Jetzt holen wir uns mal ein paar von den coolen Teilen hier. Und den brauchen wir reichlich. Was hast du denn jetzt schon wieder? Jetzt machen wir mal keinen wilden hier. Bist aber auch sehr angespannt, lieber Computer. Fühl mich noch gar nicht durstig. So, reicht es schon für so eine olle Membran? Zeig mal her. Hallo, Membran. Mem, ja. Jawohl, wird hergestellt. Schön, da können wir das nämlich das... Was? Können wir das Ding hier bestücken? Cool, jetzt läuft der los. Da haben wir frisches Wasser. Kriegen wir das so mit? Ja. Wie schön. So, dann brauchen wir wieder von diesen kleinen... ich hab Schlucken. Den da. Zack, komm her. Ja, so wuschelt man sich hier durch anscheinend. Hm? Oh. Metall, Metall, Metall. Ich möchte bitte Metall. Da angelt man sich hier so ein bisschen durch die Gegend. Wie schön. Komm her, komm her, komm her. Ist doch auch nicht schlecht. Kommt hier noch was vorbeigeflogen? Ja. Komm her, komm her. Hey, hört auf. Lass mich in Ruhe. Geht weg, geht weg, geht weg. Ihr greift mich jetzt an, oder? Ihr mögt mich nicht. Aber dafür esse ich euch gern. Warte. Hey, geht weg. So, das kommt da rein. Da schießen wir den gleich wieder los. Wir brauchen Habba Habba. Benötigt eine Flasche. Sag mal. Ja, dann trinken wir das einfach aus hier. Und dann haben wir eine Flasche. Jo. Ein damit. Okay, wunderbar. So, die müsste gleich was fangen. Derzeit gehen wir noch ein bisschen angeln. Zumbi, zumbi, zum. Ja, 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 ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme. Babubi, bitteschön, einmal Motte für mich und rein damit. Dann essen wir das gleich auf, kochen was Neues. Wunderbar, so läuft doch das alles hier. So, jetzt brauchte ich bitte nochmal meinen Ex-Dingens hier. Na, ihr wisst schon, ihr wisst doch, was ich meine, Leute. Den da. Oh, ich bin zu hoch, ich muss aufpassen. Nee, lieber nicht, pass auf. Wir fahren zur nächsten Station. Benötigt keine Reparatur. Was hab ich denn? Ah, okay. So, pass mal auf. Pass mal Obacht. Wir fahren jetzt mal dahinter. Ich glaube, dahinter ist gut. Volle Bude. Los geht's. Da gibt es aber viele Zeichen. Oh. Dann fliegen wir mal dahin. Genau schön geradezu. Ganz gechillt mit 16 km/h. Nur ein Geblinke hier. Gekochte Staubmotte ist fertig. Juhu, ich freue mich. Ich fahr schon noch, oder? Ja. Upidu. Ah, warte mal, das ist doch... Ist das näher? Hallo? Ist das näher da drüben? Komm, wir fahren mal dahin und dann fahren wir da drüben hin. Ich vergesse es sowieso dann. Ich muss mal neues Zeug herstellen hier. Neuen Sprit. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ja, danke schön. Vielen Dank für den Kraftstoff. Sieht aber schön aus, oder? Sieht schon schön aus. Oh, wubbelig, wubbelig. Ach ja.
Was für eine kaputte Welt. Also ich glaube, das sind so Samen, oder? Oder sind das wir? Nee, ich glaube, das sind doch Samen. Warte mal, wenn wir einmal hier sind, die ganzen Kollegen hier rumdrängeln und unbedingt gesammelt werden wollen. Wieso schaffen wir das nicht? Dann nehmen wir das natürlich mit. Oh. Los geht's. Steuern wir direkt darauf hin und wenn wir dort sind, werden wir erstmal schlafen müssen. Du-bi-du-bi-du-bu-du. Mit R kann man die Geschwindigkeit fixieren. Okay. Mach ich. 159 Grad. Es wäre so schön, wenn es hier auch so ein Radar geben würde, ne? Dass man so ungefähr wüsste, ah, da lang, dort lang, da lang. Dass das jetzt nicht begrenzt ist auf die Blinkerei hier. So. Was haben wir denn Schönes hier? Da unten gibt es auf jeden Fall schon mal Glas. Das sehe ich. Das brauche ich ja auch. Mal schauen, ob wir das jetzt direkt schon abrubbeln können. Immer ein bisschen runter, glaube ich, ne? Wenn wir das hier schön in Ruhe extrahieren. Oh. So. Komm her. Du kleines, süßes Glas. Ich möchte dich haben. Und eine Tür nehmen wir auch noch mit. Bin ich da auch schon dran? Ja. Wird ja erstmal alles abgeräumt. Mal direkt von außen. Komm, komm, komm. Ja, da. Cool. Was ist denn das für ein scheiß Wetter hier? Hm. Ich lieber wieder schnell rein. So, das kommt da rein. 58, ne? Siehst du. Oh, wie muckelig bei uns, oder? Ist das muckelig? So, dann geht's mal hoch. Dann werden wir wieder ganz gemütlich hier landen. Und vielleicht können wir dann noch wieder ein bisschen unser Schiffchen ausbauen. So wenigstens ein Stück. Wisst ihr? Nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja, ich schlaf doch schon. Junge Frau, ist doch alles gut. Bin ein Abendschläfer. Ding, ding. Dankeschön. Oh, bin ich unter Wasser? Träume ich? Nein, ich träume nicht. Nehmen wir. Wir müssen nochmal so eine Membran herstellen, glaube ich. Hallo, Membran. Bitteschön. Damit er gleich wieder lossammelt, wisst ihr? Haben wir gemacht. Jawohl. Und rein damit und ab dafür. So. Wo sind wir denn hier gelandet? Wieder eine schöne Musik. Mm. Den Kram muss ich dann noch abbauen. Dann werden wir unseren... Was ist denn das hier eigentlich? Warum hatten der nur noch so wenig Strom? Alte Reifen. Ist hier noch was? Nö. Plastike. Nehmen wir mit. Noch mehr Plastik. Was haben wir hier? Oh. Eine Feststoff. Wassergehalt nimmt ab. Das ist schön. Komm ich da hoch? Nö. Bambu, bibabu. Hopp. Hier gibt es aber auch eine Treppe, ne? Nur um es mal so zu sagen. Oh, Schmutzwasser. Benötigt eine Flasche. Okay. So, wie komme ich da rein? Leute, wie komme ich denn hier rein? Ich möchte bitte hier rein. Hallo? Warten. Ach, hier. Durch diese hohle Gasse wird er kommen. Hm. Was haben wir hier? Nischt. Elektrisches Element. Ja, 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 ja. Nehme ich alle mit. Öffnen. Was haben wir hier? Aha. Eine Luftnummer. Nischt. 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 Wir haben ja auch ein Lämpchen, ne? Warum machen wir es denn nicht an? Ja, das war ja jetzt...
Es war ja jetzt nicht von Erfolg gekrönt. Nicht wirklich. So, hier haben wir überall schönes, schmutziges Schmutzwasser. Na, jetzt komm doch hier hin. Wird dich doch nicht so. Lass dich. Gut, haben wir das? Oh, hier gibt es noch mehr. Oh, Melönchen. Da könnte man doch wahrscheinlich ein schönes Essen kochen, oder? Das werden wir gleich mal... Geh doch mal hier rüber. Werden wir gleich mal testen, was wir mit dieser Melone alles anfangen können. Auch sowieso eine leere Flasche? Was ist mein Schiff da? Big, 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 big. So, pass auf, Obacht. Dann haben wir... Du machst das da rein und dann gibt es die Melone. Los. Ja, schön. Du brauchst eine Membran. Benötigt Ja, gut, ich trinke doch schon. Dann trinken wir das. Und essen das. Warte mal, die beiden Dinger hier, die kann man doch bestimmt... Die kann man nicht stacken. So schade. Dann haben wir... Was ist denn das alles? Leere Flasche, leere Flasche. Jawohl, das machen wir wieder hier rein und da rein. Da siehst du, läuft doch, Leute. Es läuft doch. Basisturbine, Klebezettel, Flicken. Transformator. Oh, den können wir doch. Den können wir doch. Flicken, Klebezettel. Wozu ist ein Klebezettel? Darauf kann ein beliebiger Text verfasst werden. Es hilft dabei, das Luftschiff in Ordnung zu halten. Naja. Mach mal den Kram jetzt hier, komm. So, baue eine neue Wand für das Luftschiff. Da mache ich das. Und ihr wollt, dass ich eine Wand baue? Plastikwand, oder? Ich würde gern... Schön. Und hier kann ich keine bauen? Weil? Ausrüstung versperrt. Okay. Leute, Leute, Leute. Dann komm mal wieder her, dann baue ich das so. Ach so, schön. So, mein Bettchen ist natürlich jetzt wieder im Weg. Nicht im Weg. Komm, dahin, Bettchen. Cool. Finde einen Ort mit einem doppelten Blinklicht. Ah. Ein doppeltes Blinklicht zum Mitnehmen, bitte. So, war ich denn hier schon fertig? Ich glaube nicht, ne? Ich habe eine leere Flasche, ja. Pass auf, dann fülle ich das gleich mal alles ab hier. Mit meiner super leeren Flasche. Aber ich meine, das war jetzt nicht gerade hochinteressant hier, oder? Da ist mein Schiff, da oben waren wir schon. Oh. Au. Hier hinten geht's noch runter, siehst du? Nehmen wir gleich mal unseren Scanner in die Hand und mal gucken, was es hier noch Tolles gibt für uns. Okay. Guten Tag. Schleichen wir hier rum? Oh, hier, schaut mal. Hier gibt es noch wieder tolle Sachen für uns. Öffnen. Öffnen. So, Flicken scheinen ja eine tolle Sache zu sein. Hier kann ich nichts scannen? Nö. Oh, ich nehme auch noch mit. So viele tolle Teile. Einfacher Insektenköder. Siehst du, den hat Gott sei Dank mal einer fallen lassen für uns. Aha. Ich hatte Lämpchen, Glaskomponente. Achso, okay, da muss man nachher nochmal rumfahren. Ja, siehst du. Na, siehst du mal. Guck mal, einer staunen. Immer wieder hoch. Schöne Pflänzchen. Ja, ansonsten war hier nichts weiter. Das haben wir uns schon angeguckt. Nö, alles recht übersichtlich. Ja, ihr Lieben, in der nächsten Folge holen wir uns den ganzen Materialkrams hier unten noch ab. Und dann
suchen wir einen Ort mit einem doppelten Blinklicht. Das hätte ich da hinten, glaube ich, schon gefunden. Abo und Like nicht vergessen und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.